Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Clonoa. Im letzten Part, ja, da haben wir die erste Stage des Sonnentempels geschafft und jetzt geht's zur zweiten. Oh, wer ist das denn? Niemals. Where is the dust to move? Ja, dann wollen wir mal. Korodante, Nimost, Damste Mamu. Ja, okay. Können wir jetzt? Danke. So, Sonnentempel 2. Warum sind hier eigentlich so viele Röhren? Ich verstehe das nicht ganz. Das ist doch ein. Ja, okay, von mir aus. Was sind diese blauen Dinge? Okay, ich erinnere mich an diese Stage. Das war genial. Also, wenn es dunkel wird, sind die Gegner unbesiegbar, wie man hier so sieht. Sieht man, ne? Definitiv. Da hinten ist dann so ein komischer Fisch, ne? Und so weiter. Wenn es dann Tag ist, dann sieht alles wieder ganz normal aus. Das war sehr gut. So, Schalter umgelegt, ein Ei und das zweite Ei. Und wenn wir einen Hasen dabei haben, während es dunkel wird, dann explodiert er einfach. So, mal schauen, was uns hier erwartet. Ah, okay, es werden Plattformen bei Nacht, okay. Ich erinnere mich an dieses Level, das war eines meiner Lieblingslevel, glaube ich. Ich meine, ne? Das ist schon cool gemacht mit diesem Tag- und Nachtwechsel. Auch wenn es irgendwie kaum Sinn ergibt, dass es einfach zwischen Tag und Nacht wechselt, wenn so ein Konstellus ist. Aber von mir aus kann es doch so sein. So, also wie gesagt, diese Fische hier, die kann man nicht fangen, weil es Nacht ist. Die sehen übrigens sehr, sehr komisch aus. Ich hab die anders in Erinnerung, aber von mir aus. So, weiter geht's. Ein Speicherpunkt, der ist gut für uns, und ein Flughase, der ist auch nicht schlecht. Ja, darüber gehen können. Oh, das ist doof. Ach so, okay. Ich habe nie was gesagt. Alles passt. Moment, ich gehe jetzt hier unten lang. Um zu schauen, was es denn hier so gibt.
Moment, nee, ich komme da potenziell nicht mehr hoch. Deswegen gehe ich doch hier lang. Entscheidungen über Entscheidungen. Ja, ja. Ah, das war die gute Entscheidung, behaupte ich. Und wieder zurück, bitte. Zurück, bitte. Danke. Und unten lang. Vielleicht finden wir hier alles. So, jetzt frage ich mich, was macht der mit der goldenen Rüstung? Okay, er hat eine silberne Rüstung unter der goldenen Rüstung. Das macht natürlich Sinn. Ne? Oder so ähnlich. So, dann können wir hier auf diese Plattform warten, den hier ab und gehen auf diese Plattform. Und da hinten ist dann natürlich wieder... Geh aus. Dann komm. Auch wenn es etwas spät war. Döp, 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 döp. Das ist super, wie ich das mache. Aber es funktioniert irgendwie. So, mal schauen. Was finden wir hier? So ein Teleporter, okay. Auf geht's. Zweite Ebene. Na, Fahrstuhl eher als ein Teleporter, von daher. Dann... Okay, ein weiterer Speicherpunkt. Das ist gut, behaupte ich. Das nehmen wir mit, vorerst. Okay. Das ist etwas doof gelaufen jetzt, aber ja, passt. So. Dieser Flughase ist plötzlich ein Flugfisch. Ist irgendwie interessant. Okay. Ein Leben, das gefällt mir schon mal. Die Röhren sehen irgendwie komisch aus, als wären sie nicht hohl. Aber von mir aus. Können sie das auch so sein. So, dieser Riesenhase, der wird jetzt zu einem anderen Riesen-Ding. Ich glaube, Ding trifft es. So. Und... Das war zu spät, das war sehr gut, weil... meine Reaktion die Reaktion eines Flugfisches ist. Zwei Stück fehlen noch. Okay, dann gehen wir mal rüber. Oh, was ist das denn? Interessant. Was natürlich auch gut ist, ist, dass mir das jetzt nichts gebracht hat und ich jetzt warten muss. Mann, der Husten. Ich frage mich immer noch, was das eigentlich macht hier. So, Wirbelwind. So, die schwerfen wir ab. Und dann schnappen wir uns den zweiten auch. Und dann werfen wir Dish ab. Hat aber nichts gebracht. Gut. Nein, 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 nein. Ich frage mich einfach, was das macht. Das macht irgendwie... nichts, habe ich so das Gefühl. Komm, rüber. Dann werfe ich den großen Äpfel mit dem kleinen ab und dann ist alles gut. Etwa so. Gut, dann falle ich einfach in meinen Tod. Ich schneide das. So, da werden wir wieder und ich warte jetzt einfach nochmal diese eine Nachtphase ab und dann haben wir das doch. Beziehungsweise müssten wir das doch dann haben.
Ich verstehe diesen Geister übrigens nicht, warum der einfach so existiert und ja. Aber egal. So, weiter geht's. Der nächste Speicherpunkt, das ist schon mal gut. Ups. Das war wie besoffen, Mann. Aber passt. Da ist ein Hase, den wir hier oben benutzen. Brauchen wir dich, ist die Frage. Ich nehme ihn einfach mal mit. Und zwar nicht, um nach links zu gehen, sondern um nach rechts zu gehen. Denn vielleicht... Vielleicht... Ja. Das sieht gut aus. Das sieht weniger gut aus, aber... Ja. So ist es. Und was haben wir hier? Nichts! Super. Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung ich gehen will. Links oder... Ach, das war zu kurz. Der Sound ist übrigens schon wieder asynchron, aber wenigstens hört sich ein Mono nicht ganz so schlimm an wie ein Stereo. Von daher... Geh ich links oder rechts lang? Ich glaube, ich gehe dann doch erstmal links lang. Einfach weil es hier so aussieht, als könnte man dann nochmal hoch. Und eigentlich sehen beide Seiten beschissen aus. Ja, aber zunächst war wohl doch gar nicht mal so schlecht. Von daher bleibe ich erstmal hier. Okay, da ist sowas hier. Und dann gehe ich nach rechts. So, jetzt habt ihr das. Oder? Ich bin mir sehr, sehr unschlüssig gerade. Ich weiß. So, ich könnte auch hier hingehen. Dann schauen wir mal, was in diesem Raum ist. Dann entscheide ich das. Theoretisch ist es gar nicht mehr so schlimm hier. Auf dieser Seite. Ich glaube, diese Seite ist auch... Na, wir werden es ja raus... Aktivieren wir dann den Schalter, dann gehe ich wieder rein. So einfach mache ich das. Das war viel zu tief. So. Ist das euer Ernst? Hör auf, Spiel. Hör auf! Hör auf! Gut, ich würde sagen, hier mache ich, hier bearbeite ich den Sound, also, ne? Das merke ich mir einfach mal. 5, 2, Sound bearbeiten. Dringend! Dringend, ja, dringendst. So rum. Oh, jetzt geht's aber wieder. Okay, ich hab nie was gesagt. Das ist nicht schön, Mann. Es hört sich an, als würde irgendwas sterben. Aber jetzt ist es weg. Cool. Naja, das wird eine lustige, lustige Arbeit, den kratzenden Sound rauszufiltern. Lass mich rüber. Schon wieder? Warum ist es wieder so? So, schwupps. Also, machen wir es anders. Geht das? Das geht, okay. Man dürfte jetzt nicht sehen, okay. Vision 5 minus 2, kratzen, filtern. Das habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ich hoffe, das hat man nicht gesehen. Ich nehme an, das hat man nicht gesehen, von daher. Ja. Weiter geht's. Nicht wahr?
Wie komme ich hier jetzt hoch? Ach so, komme ich hoch, okay. So, dann wieder Plattform, Plattform, Plattform. Und dann ist hier das Ende. Ist jetzt das Ende? Das sieht so aus wie das Ende irgendwie. Ich weiß auch noch, welcher Boss hier kommt. Da erinnere ich mich noch dran. Oder welcher Boss kommen wird hier noch? Ach, wir sind noch gar nicht ganz fertig, okay. Glücklicherweise ist das hier nicht ganz so nervig. Eben weil man den sowieso ausweichen sollte, von daher passt das hier. So, und dann schnapp ich dich. Warum warst du eigentlich eingesperrt? Das verstehe ich nicht. Ja, was mache ich jetzt? Das verstehe ich nicht. Moment. Also, so nicht. Und erkläre es mir bitte. Oder? Da hinten ist so ein Gang. Vielleicht bin ich da hin. Ich schau mal. Werde Tag. Es ist Tag. So, dann schauen wir mal. So. Sehr gut. Dann schauen wir uns halt... Moment, man könnte theoretisch... Ich habe keine Ahnung. Wo will ich denn hin? Mit dem Hasen. Ich verstehe das nicht. Vielleicht muss ich hier wieder rein. Ah, ich muss wieder rein. Jetzt verstehe ich das, okay. Komm her, du Hase. Danke. Also hier rein und dann einfach links oben hin. Wenn ich das richtig verstanden habe. Hier. Danke. So, machen wir den Wind an, einfach weil ich es kann. Jetzt wird es wahrscheinlich unlustig. Aber passt. Okay, dann sind wir an der Spitze. Immer noch nicht. Aber jetzt sind wir an der Spitze. Ganz genau. Und an diesen Boss erinnere ich mich noch. Der ist toll. Dieser Typ, Lumen.
so ist das wohl. Ist das so? Und da haben wir unseren Boss. Joker. Aber nicht einfach so Joker. Nein. Und die Musik ist auch noch die Originale, das ist einfach toll. Ja, das ist einfach etwas gewachsen. So, die Taktik ist, wir bewerfen ihn mit Sachen. Hier, mit diesem Hasen da. Ich glaube sogar, dass man nicht die Hände treffen soll. Man muss nicht die Hände treffen. Richtig. Seid ihr mal. So viel weiß ich noch. Jetzt. Und soweit ich weiß, nach jedem Drittel Leben oder so, keine Ahnung, irgendwann verfärben sich noch die Bodenplatten hier. Werden wir auch noch sehen. Komm noch einen hinterherwerfen. Okay, der hat nicht getroffen. So, jetzt ist es Zeit, halbe Leben und. Genau, es ist jetzt dunkel. Jetzt verstehe ich den Boss auch. Und er wird zu einem Ding. So, und damit es hell wird, müssen wir Folgendes machen. Könnt ihr das schon denken? Ich denke, man kann sich denken. Die Bodenplatten müssen wieder gelb werden. Lila, blau, grün und dann gelb. Herz, okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich nehme es gerne. Das war doof. Hau ab. So, und jetzt ist es gelb. Und Joker wird wieder normal. So, komm aus dem Kristall, Hasen. Ich will dich. Danke. So. Haters gonna hate, nicht wahr? Jetzt hüpft er. Okay. Wo hüpft er jetzt? Oh, das war nicht so gut. Ups, da haben wir. Das haben sie aber auch genervt, Mann. Das war früher um einiges schwerer, Mann. Also früher hatte er mindestens zweimal die dunkle Phase. Vielleicht war ich auch einfach nur zu schnell oder so. Aber früher hatte er definitiv zwei dunkle Phasen. Da bin ich jetzt etwas enttäuscht. Weil es einer meiner Lieblingsbosse war eigentlich. Papa. Wird die
Das Mondkönigreich. Naja. Und er ist natürlich in einer Atomexplosion explodiert. Oh, hatte der den bei sich? Oder wie, oder wo, oder was? Ach nee, es wird aktiviert. Okay, ich verstehe. Sehr interessant, hm? Das Mondkönigreich. So, dann speichern wir mal, ne? Und dann würde ich auch sagen, wir hören uns nochmal das tolle, tolle Lied an. Auf der Weltkarte. Ja, und dann würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal.